Hallo und herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal. Heute ist es endlich soweit und ich möchte euch dieses Set vorstellen. In meinem Haul, was ich euch in der Facebook-Gruppe gezeigt habe, stand das hier auf Platz 2. Und jetzt ist es endlich soweit und wir gehen einfach mal durch diese Stanze durch. Die nennt sich Superb Standing Gift Box. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und wenn, verzeiht mir. Das ist so eine kleine, raffinierte Box, sage ich jetzt mal. Also eine ganz einfache Box in Anführungsstrichen, die man auf einem Podest so aufstellen kann. Total süß gemacht. Und ihr bekommt in diesem Set 24 Stanzschablonen. Und das Tolle dabei ist, hier sind auch schöne Basic-Stanzen für die Kartengestaltung, also nicht nur für die Box an sich. Ja, und eine Anleitung ist auch da drin enthalten natürlich. Euch möchte ich diese jetzt hier zeigen. Vorab habe ich hier auch schon eine Box vorgebastelt. Das habt ihr auch schon in der Gruppe gesehen und glaube ich auch hier auf dem Kanal. So schaut das Ganze aus. Das hat auch eine wunderschöne Größe, finde ich. Das sage ich euch jetzt eben, wenn ich mein Maßband finde. Das ist immer so eine Sache bei mir. Hier liegt nämlich so viel Krams rum. Kennt ihr mit Sicherheit alle. Ich nehme das Lineal. Genau. Auf jeden Fall hat das eine wunderschöne Größe von 8,2 cm mal 8,2 cm in etwa. Genau. Und in der Breite ebenfalls. Und da kann man wirklich schön was reinstellen, reinpacken. Und so könnt ihr diese natürlich hier aufsetzen. Das ist meine Anleitung. Hier habe ich auch schon alles vorbereitet. Aber ihr könnt aber auch aus dieser Box eine ganz einfache Box machen, weil bei der ersten, das werde ich euch jetzt in diesem Video gleich zeigen, geht es ja auch um den Deckel, sage ich jetzt mal. Da könnt ihr so eine Tiefe reinbauen, wie so eine Art Shadow-Rahmen, sage ich jetzt mal. Und hier habe ich das einfach mal weggelassen, einfach nur den Deckel ausgestanzt, so wie das. So wie die Stanze das hergibt. Und dann könnt ihr ganz einfach auch schlichte Boxen gestalten mit Dekorationselementen. Hier habe ich jetzt diese Blumen verwendet. Das spreche ich jetzt nicht aus. Ich weiß nicht, ob das noch gibt. Schaue ich mal, dann setze ich das unten in der Infobox. Das sind diese hier und ja, und so habt ihr eine süße Box daraus auch noch gestaltet. Und dann, weil da ja Basic-Stanzen drin sind, also quadratische Stanzelemente, habe ich auch noch eine Karte gestaltet. Hier sind diese Stanzen, die ich verwendet habe. Ja, und so kann das dann auch ausschauen. Ich mache das mal hier auf, damit ich die Anleitung habe, auch wenn ich die schon zweimal jetzt gestaltet habe. Trotzdem möchte ich auf Nummer sicher gehen. Und zwar benötigen wir für den Unterbau, damit fange ich an, das ist diese Stanze hier mit diesen Klebelaschen dran. Da benötigen wir 4 Stück, also quasi für die Wände. Dann brauchen wir, jetzt müssen wir hier drauf achten, wir haben unterschiedliche Quadrate und wir benötigen das hier. Das müsste das größere Quadrat sein, ja. Das wird der Boden sein und da habe ich 2 Stück ausgestanzt. Da steht es, dass wir 1 bräuchten, aber ihr kennt mich mittlerweile, ich habe 2 ausgestanzt. Und da kümmern wir uns gleich, das gehört zum Deckel. Das ist
zum Podest. Das Deckel, genau, so. Jetzt mal wieder alles sortieren hier. Ich nehme jetzt ein Quadrat, also einmal den Boden dafür. Das setze ich einfach mal so hier hin. Und dann fange ich an, die Wände zu positionieren. So mache ich das immer. Eine Klebelasche zeigt nach rechts, die andere nach unten. Und so geht ihr dann vor. Und so sollte das dann bei euch auch aussehen. Und jetzt verbinde ich die Wände mit dem Quadrat. Das lege ich einfach mal hier so zur Seite. Ja, und gestern wollte ich das hier schon abgedreht haben, habe ich aber nicht geschafft. Für jeden Kaffeeliebhaber, man steht morgens auf, man möchte die Kaffeemaschine anschmeißen. Und was passiert? Nichts. Der Tag davor hat irgendwie alles noch funktioniert, aber der hat kein Wasser mehr gezogen. Joa. Das hat mich dann ein bisschen durcheinander gebracht, die ganze Routine. Mein Kopf wollte das einfach nicht verstehen. Ja, das war dann mein Morgen. Und das war einfach dann nicht mein Morgen, den ich sonst immer hatte. Und das hat sich dann quasi durch den ganzen Tag gezogen, weil ich mich da dran so festgehalten habe. Ja, ich habe aber jetzt eine neue bestellt. Genau. Ich versuche es natürlich positiv heute zu sehen. Das hat irgendwas mit, ja, wie so eine Art Prüfung wieder zu tun mit mir. Ja, vielleicht brauchte mein Körper vielleicht Pause, ich weiß es nicht. Von daher habe ich den ganzen Tag auf der Couch verbracht. Ja, und jetzt seit einer Stunde ungefähr schneit das hier. Bei euch bestimmt auch. Könnt ihr mal gerne reinschreiben. Ja. Also, ich bringe das genau an der Falzlinie auf. Ich bringe erstmal hier auf der Seite hier, auf dieser Seite hier Kleber auf. Ich richte mich an der Kante. So. So, und dann drehe ich das einmal um. So, jetzt habe ich das einmal umgedreht und da setze ich noch den zweiten Boden rein, damit wir ja einen schöneren Abschnitt haben oder Abschluss, damit wir die Klebelasche nicht sehen. Und bevor ich jetzt die Box zusammensetze, beziehungsweise ja zusammensetze, habe ich auch schon Sachen ausdekoriert bzw. ausgestanzt, womit ich die Box ausdekorieren möchte. Und zwar habe ich ja Designerpapier rausgesucht. Das wird eine weihnachtliche, moderne Box. Und damit ich eine wunderschöne Mattung bekomme, habe ich jetzt hier, das muss ich selbst nochmal schauen, das ist die gewesen. Nein, das ist die etwas größere. Die habe ich nämlich dafür verwendet, weil da fehlt nämlich quasi eine Mattung, eine größere, also so ein Zwischenelement, sage ich jetzt mal. Und das ist da gut vorhanden.
Genau, die habe ich. Also das zweitkleinste, also das ist ja einmal der Boden und dann gibt es noch quasi diese Mattung, die habe ich einmal in diesem schönen Glitzerkarton in Schwarz ausgestanzt. Dann habe ich dieses Element, was eigentlich für den Deckel geeignet ist, aber das innere Teil wird auch mit ausgestanzt und so habe ich dann die nächste Mattung. Und dann habe ich noch ein Quadrat in so einer Wellenoptik ausgestanzt und da habe ich dann halt mein Designpapier mit ausgestanzt. Und das werde ich jetzt mal eben alles schon mal fertig machen. Klebe ich die Elemente auf. Achtet darauf, wie euer Designerpapier aufgebaut ist. Bei mir ist das so, die Tassen zeigen ja nach oben. Und das ist ja oben quasi, wenn man das ja umklappt, das ist der Boden. Das heißt, ich werde das jetzt hier so draufbringen, sodass die Tassen natürlich in der richtigen Richtung zeigt. Das haben wir dann schon mal. Ihr könnt das natürlich auch von innen aus dekorieren. Das habe ich hier auch gemacht gehabt. Aber das lasse ich jetzt einfach. Und jetzt gehe ich alle Falzlinien einmal nach. Und jetzt wird die einfach zusammengesetzt. Das ist eine schöne, schnelle und einfache Box, wenn ihr nicht den Deckel aufwendig gestaltet, so wie das abgebildet ist. Also da könnt ihr ganz schnell mal eben eine schöne Verpackung gestalten. So, und schon ist die Verpackung fertig. Jetzt kommen wir zum Deckel. Und das ist so ein bisschen, ja, nicht kniffelig, aber wenn man es einmal raus hat, dann weiß man das auch. Das ist die Grundbasisstanze für den Deckel. Dann habt ihr ja unterschiedliche Quadrate hier. Das gehört hierzu. Das wird nämlich dann quasi das Innenleben sein, beziehungsweise hier das, was hier draufgesetzt wird noch. Wir brauchen hier drin noch ein Loch, was wir reinstanzen müssen. Und da nehme ich das kleinste Quadrat, das hat eine Maße von, wie sieht das wieder aus? 6,5 Zentimeter. Genau. Und das platzieren wir mittig auf dem Deckel, dann habt ihr ein Quadrat in dem Quadrat. Das könnt ihr verwenden für nachher hier für als Aufleger oder für Karten. Aber nichts wegschmeißen. So, dann haben wir das mit den Quadraten schon mal erledigt. Da braucht ihr das hier dann noch, das stanzt jetzt auch einmal aus. Dann bekommt ihr so einen Rahmen und auch so ein Quadrat ausgestanzt. Das wird das Innenleben sein. Hier auch, hier habe ich nämlich auch schon Dekozeug ausgestanzt. Aber da kommen wir später zu. Denn jetzt wird das, was ein bisschen kniffelig ist, weil wir möchten ja so eine Tiefe reinbekommen in diesem Deckel. Also wie so eine Art Shadow. Und da gibt es so eine Elementstanze, die schaut so aus. Mit vielen, ja, Falzlinien. Das sind diese Seitenwände für hier. Und da brauchen wir 4 Stück für. Dann brauchen wir, damit das natürlich befestigt wird, wird diese Umrandung hier sein. Das sieht auch aus wie so ein Gürtel, sage ich jetzt mal. Kann man auch wunderbar als
Element nehmen zum Verschließen vielleicht oder für Memory Book oder für eine Karte zum Aufmachen. Das ist auch super dafür geeignet. Das ist das hier. Da brauchen wir 2 Stück für. Und da kümmern wir uns jetzt drum, beziehungsweise ich. Denn das wird ein bisschen kniffelig. Ich habe die Box schon ein bisschen länger, ich glaube vor 2 Wochen gestaltet. Das muss ich selber nämlich schauen. Jetzt kommen wir zu diesen Schienen, die hier mit eingebaut werden. Und da habe ich von den 4 Stück schon 3 zusammengelegt oder zusammengebaut, geklebt, wie auch immer. Und ich zeige euch jetzt, wie das bei euch auch so aussehen sollte. Denn das sind diese Einführungen. Und zwar, wir haben hier diese Einkerbungen und die gehen nach hinten, also nach innen. Und die anderen Falzlinien gehen alle nach außen, also nach oben. Die geht nach außen, die werden gleich zusammengeklebt, das zeige ich euch. Dann seht ihr auch diesen Effekt oder dann seht ihr auch, wo ich hin möchte. Am Anfang war ich am Rumtüfteln und ich habe so gedacht, was, hä? Die geht auch nach außen. Und jetzt fange ich unten an, also das ist oben das größere Stück und diese 2 Linien, die werden miteinander mit Kleber festgemacht. So, ich lege das jetzt am besten hin, so dass wir hier eine, ja, wie sagt man, eine Strebe quasi, ja, mir fehlen jetzt gerade die Worte dafür. Dieser erste Streifen, die erste Falz, lege ich einmal so auf. Das hier. Und dann könnt ihr das besser zusammendrücken. Ich war gerade ein bisschen abgelenkt mit meiner Katze hier. Ja. so. Dann kommt ja die 2. Einkerbung. Auch das wird einmal miteinander verbunden. Das setze ich einmal quasi so auf den Tisch auf. Und dann legt sich das alles schon von alleine. Und so habt ihr diese Einführungsschiene, die wir benötigen dafür. Ich war nämlich auch hin und her am Struggeln. Ich dachte, wie geht das? Und das waren so meine ersten Prototypen. Irgendwann war das so ausgeleiert, dass ich keine Lust mehr hatte. Und dann habe ich von der Ruth, kann ich euch auch gerne den Kanal verlinken. Ist zwar auf Englisch, aber sie kann es wirklich super erklären. Und man sieht es wirklich 1:1. Und ja, da habe ich dann ein bisschen abgeschaut. Und dann machte das natürlich Sinn. So. Dann
haben wir das schon mal fertig. Das war so das, ja, nicht das schlimmste Teil, aber muss mal eben was trinken. Trockenen Hals. Halt die Heizung an und dann kriege ich schnell einen trockenen Hals. Jetzt kommen wir zu diesen Gürteln oder zu diesen Laschen, die so aussehen. Das wird nämlich dieser Rahmen, der hier drunter rumgesetzt wird. Die müssen wir jetzt einmal auch miteinander verbinden. Da haben wir ja hier vorne diese beiden Klebelaschen. Die werden einmal miteinander verbunden. Wenn natürlich so gut wie es geht gerade. Nicht schief, gerade. Jetzt muss ich noch mal eben schauen. Genau, die schöne Seite kommt natürlich nach außen. Jetzt drehe ich das Ganze einmal um. Und das hier, das ist ja quasi die Brücke dafür, diese Lasche. Müssen wir auch noch falzen, also einmal umknicken, sodass das so aussieht. Und dieser Balken hier, wo wir diese Streben zusammengeklebt haben, die setzen wir jetzt hier aufeinander. Das passt nämlich genau da drauf. Ich gehe jetzt mit dem Falzbein hier entlang, da passiert nichts. Da kann ich noch gut andrücken. Und lasse es anziehen. Und so mache ich das mit den drei Elementen genauso. Das lasse ich jetzt ein bisschen anziehen. Denn wir kümmern uns jetzt schon mal um den Deckel. Da werde ich auch jetzt alle Falzlinien nachgehen. Bevor ich das mache, habe ich auch. Nee, das ist richtig. Alles gut. Ich habe gedacht, ich hätte was vergessen, aber habe ich nicht. Auch da gehe ich jetzt alle Falzlinien nach. Ihr könnt natürlich auch noch, ihr könnt da auch ein Schüttelelement rausgestalten, ne? Da macht ihr dann halt so hier diese Acetatfolie und so weiter. Also da könnt ihr euch auch wieder austoben. Das, was ich ja hier zeige, das sind ja nur so kleine Beispiele. Und jetzt verbinde ich die einmal miteinander. Und schon habt ihr das auch schon mal fertig. Jetzt kümmern wir uns jetzt wieder hier drum. Jetzt muss ich noch mal eben schauen. Kann ich auch schon mal. Ne, ist noch nicht ganz trocken. Das hat noch eine Weile so liegen. Denn wir brauchen nämlich jetzt, jetzt muss ich noch mal gucken, das Element. Moment. Bei den ganzen Quadraten, da kommt man dann auch schon mal durcheinander, genau. Genau, ich nehme jetzt das hier und klebe das jetzt gleich hier rein. Kann alles schon verbogen werden hier.
Das wird einmal umgeknickt, so dass das so ausschauen muss. Und dann wird das gleiche reingeklebt. Genau. So müsste das dann gleich aussehen. Vorher mache ich jetzt hier diesen. Jetzt ist das doch das Falsche. Das hier ist das, Entschuldigung. Das wird nämlich jetzt hier reingesetzt. Das muss ich nochmal eben doch schauen. Genau. Das setze ich jetzt hier rein. Fange ich an einer Ecke an. Wenn das einmal hält, dann hält das. Das ist dann gut. Oder ihr legt das so lange hin und drückt das dann hier gegen. Und dann gehe ich ringsrum. Hier habe ich natürlich jetzt Vorführeffekt nicht ganz sauber gearbeitet. Deswegen, ihr habt aber auch die Ruhe. Bei mir gucken keine Leute, bei euch gucken keine Leute auf die Finger, glaube ich. Und dann kommt jetzt hier noch die Klebelasche. Das jetzt auch noch ein bisschen pressen, dann klappt das, also bei mir auf jeden Fall. Ich habe jetzt nicht so sauber gearbeitet, aber ist okay. Und so sollte das bei euch auch aussehen. Hier habe ich, wie gesagt, ein bisschen geschludert. Hier drunter setze ich jetzt ein Quadrat noch hin, weil die Fläche von dem Glitzerpapier ist ja weiß. Das sieht nicht so schön aus. Und dann kann ich jetzt hier auch noch ein bisschen rütteln. Ja. Und dann passt das auch schon. So, und jetzt kommen wir zum Aufbau. Ach, das wird oben drauf, hier drauf geklebt eigentlich. Auch nicht schlimm, ich habe ja noch ein Quadrat. Ich sage, ihr könnt daraus auch Schüttel-Shapes machen. Ich setze das jetzt hier drauf. So, dann sieht man das auch nicht mehr. Und jetzt, Moment, wird das hier reingeklebt. Da bringe ich jetzt hier auch überall Klebe auf an dieser Klebelasche. Dann sieht man das auch nicht mehr. Schön mit dem Falzband hier rein. Nicht schön gearbeitet, gerade.
Genau, da muss er mich weiter rein. Könnt ihr noch ein bisschen reindrücken. Und dann entsteht nämlich diese Tiefe. Und dann müsste das schon hier drauf passen. Genau. Und dann habe ich ja hier noch Dekorationselemente. Das ist aus diesem Quadrat von dem hier. Das setze ich jetzt auch oben drauf. Und dann fehlt ja nur noch unser Podest. Genau, der darf natürlich nicht fehlen. Hier habe ich noch ein Quadrat. Das kann man zum Beispiel hier noch mit befestigen. Aber auf jeden Fall ist die Box an sich schon fertig. Jetzt kommen wir hierzu. Und das sieht so aus. Und das brauchen wir einmal. Das haben wir jetzt hier ausgestanzt. Und auch hier haben wir sämtliche Dekorationselemente für die Seiten. Das habe ich so belassen in diesem Schwarz und setze das jetzt auch schon mal auf. Solange das jetzt hier ein bisschen anzieht, habe ich für euch eine kleine Überraschung für dich da draußen auf jeden Fall. Denn wer bis hierhin geschaut hat, schreibt mit Hashtag Happy Mail. Ich lose dann aus, bekommt dieses wunderschöne Paperpad von mir zugeschickt. Nur als kleines Dankeschön. Ich glaube, meine Stimme ist so ein bisschen angeschlagen, merke ich. Auf jeden Fall kann derjenige sich darüber freuen. Nochmal mit dem Hashtag Happy Mail. Er bekommt auch eine Karte, diejenige von mir, und ein paar liebe Worte dazu. Und mehr braucht ihr gar nicht machen. Genau. Ja, genau. Bis wann könnt ihr mitmachen? Ich sag mal, bis zum nächsten Kreativvideo. Das heißt, bis nächsten Montag. Genau. Und dann lose ich aus. Genau. Das ist so ein kleines Dankeschön für euch, für dich da draußen. Und dann gehe ich jetzt hier rüber. Genau. Wir müssen jetzt alle Falzlinien nachfalzen. Das ist ganz einfach hier. Auch die Klebelasche nicht vergessen. Und erst fange ich mit den Seiten an, weil dann kann ich nämlich auch noch am besten hier reingreifen. Oder was ich auch machen kann, ist das eben nach außen klappen. Da komme ich noch besser da dran. Aber so ist das manchmal. Ich habe trockenen Mund und gestern, wie gesagt, lief noch so einiges schief. Aber das soll ja auch nicht die Entschuldigung sein. Aber so bin ich halt. Diejenigen, die kennen mich mittlerweile ja auch schon. Ich bin so, wie ich bin und das ist das, was für mich auch ausmacht, sage ich jetzt mal, dieses Menschliche. Ich bin halt eine Chaotin manchmal. Und ich lache auch immer über mich selbst. Das ist die beste Medizin. Wir sind ja alle zum Spaß hier. Und wenn ihr Fragen habt zu der Box nochmal oder so, zeige ich euch das gerne nochmal. Falls ihr das mit dem hier mit dieser Schiene nicht verstanden habt oder so. So,
Und jetzt haben wir noch hier die Klebelaschen. Und das wird jetzt hier reingedrückt. Meine Finger sind eh vorbeklebert, da ist das jetzt auch nicht mehr so schlimm. Ich stelle das am besten hin und presse das einmal dagegen. Und schon habt ihr das hier auch fertig. Und das wird jetzt hier so reingesetzt. Und schon habt ihr die wunderschöne Box fertig. Ihr könnt das jetzt hier auch noch mit Strasssteine ausdekorieren. Das habe ich hier zum Beispiel gemacht. Aber ich lasse das so. Oder was ihr auch machen könnt, es gibt ja so gerade jetzt für den Winter hier diese, ich habe ja hier dieses Set ja hier. Dieses Ergänzungsset. Da könnt ihr das hier zum Beispiel nehmen noch. Aber das könnt ihr auch nehmen. Oder hier diese ganzen Ketten. Das könnt ihr alles zum Ausdekorieren verwenden noch dazu. Wenn ihr auch sowas ähnliches vielleicht auch habt. Das bleibt euch überlassen. Ja, ich bin fertig mit der Box. Ich habe jetzt unterschiedliche Boxen gestaltet. Das war meine erste hier. Ich weiß gar nicht, wo da das Unterteil ist. Liegt hier irgendwo rum. Dann habe ich die ganz schlichte Box gestaltet, ohne diesen, mit dieser Shadow-Box quasi. Und eine Karte habe ich dazu gestaltet noch. Die schaut so aus. Hier habe ich noch ein paar Reste, da werde ich vielleicht auch noch eine Karte gestalten, weil ich habe hier sämtliche Quadrate noch und ja. Aber das werdet ihr im Bilderformat sehen. Ja, herzlichen Dank fürs Zuschauen bis hierher. Und ja, wir sehen uns im nächsten Kreativvideo. Ich weiß noch nicht, was ich mache. Ich lasse vielleicht in der Facebook-Gruppe das auslosen, was als nächstes kommt. Genau. Oder ihr lasst euch einfach überraschen. Das weiß ich noch nicht. Ja, dann habt eine schöne Zeit. Eine schöne Vorweihnachtszeit. Der erste Advent steht ja auch vor der Tür schon, genau. Und bis demnächst, eure Melanie. Tschüss.